In Deckung! Wer fällt mir da? Ich komm von der Seite! Deckung. Erledigt ihn! Sie kommen von links. Sally. Sehr gut.
Hier entlang. Geschafft. Oh, Sully. Sieh dir die Steine an. Jetzt läuft die Sache. Seht euch das mal an. Oh ja. Hey. Hallo. Was haben wir denn da? Mit etwas Glück ruhen hier Marco Polos Männer. Sollen wir reingehen? Oh, dieser Ort muss tausende Jahre alt sein. Mindestens. Hier runter. Wow, wir haben einen Volltreffer gelandet. Oh, das müssen Jahrhunderte Leichen sein. Schau dir die Zähne an. Alle schwarz. Verdammt, die sind alle Sau. Sie haben hier wohl Zuflucht vor dem Tsunami gesucht. Hier muss irgendwo ein Hinweis sein. Hey, ich glaube, ich habe was gefunden. Hier. Was? Als sie gestrandet sind. Müssen sie alles hierher gebracht haben. Wieder hart. Das habe ich schon mal gesehen. Sully, ich brauche Licht. Oh. Warte mal. Das ist Blut. Es ist überall. Hier gab es einen Massaker. Okay. Finden wir heraus, wo diese Blutspur hinführt. Sie endet an dieser Wand. Ja, seltsam. Da bewegt sich was. Sully, hilf mir. Na, dann drücken wir. Ich hab mir wehgetan. Die Spur führt hier rein. Oh Mann, noch mehr Leichen. Wie schrecklich. Sag mal, spinn ich? Oder haben sie sich gegenseitig umgebracht? Ach, was nicht. Lass die Kauergeschichten. Oh. Seht doch nur. Was haben wir denn hier? Vorsicht. Allmächtiger! War nur Spaß! Nate, deinetwegen kriege ich noch einen Herzinfarkt. Oh. Mann, was ist das denn für ein Ding? Ist das so eine Art Waffe? Nein, nein, das ist ein Purba. Ein Ritualobjekt aus Tibet. Damit meistert man Hindernisse. Hä? Du weißt schon, spirituelle. Aha. Moment mal. Ist das, was Marco Polo erwähnt hat?
Ich habe keine Ahnung, wovon du redest. In seinem Tagebuch schreibt er, dass der würdige Pilger einen goldenen Schlüssel erhält, um alle Hindernisse zu meistern auf dem Weg nach Shambhala. Na und, ist er das? Gut, das ist ja sehr interessant, aber wofür ist das ein Schlüssel? Vielleicht kann uns diese Karte ja helfen. Zeig doch mal her. Zwischen Großindien und der Provinz Tibet liegt ein Feld prunkvoll erbauter Tempel. Hunderte vergoldeter Türme, soweit das Auge reicht. Moment, das kenne ich. Das ist in Nepal. Ja, allerdings ist es kein Tempelfeld mehr. Es ist eine ganze Stadt. Tja, das macht es etwas schwieriger. Moment, da ist noch mehr. Unter all diesen Tempeln birgt nur der eine, den geheimen Weg nach Shambhala. Und dieser Weg öffnet sich nur dem Pilger, der den goldenen Schlüssel mit sich führt. Okay, gute Arbeit, Kleiner. Also, worauf warten wir? Verschwinden wir hier. Okay, bis dann. Auf geht's. Entdeckung! Ich sorge dafür, dass die Luft rein ist. Hilf mir mal, Nate! Verdammt nochmal. Komm. Harry! Hier drin! Lass sie nicht entkommen. Es ist Drake! Was zur Hölle? Los, Hände hoch! Hast ja echt Glück bei dem. Sei still, Sully. War ja klar, dass du kommst. Und du? Victor, verdammt, Sullivan! Ziehst du immer noch den alten Knacker mit durch? Ruhig, Nate. Ziemlich frech für einen Kerl, der die letzten 3 Monate im Knast gesessen hat. Besser als 3 Wochen ahnungslos durch den Dschungel zu irren. Ich hab die Schiffe gefunden. Ach, du brauchst sogar fremde Hilfe, um deinen Hintern zu finden. Und eine Karte. Sie kamen von da unten. Wow. Harry, schau doch mal. Apropos Karte. Zwischen Indien und Tibet birgt ein Tempel den geheimen Weg nach Shambhala. Mann, Flynn, das dauert ja ewig. Ach komm, sei kein Spielverderber. Bring sie zu Lazarevich. Du wirst wohl besser im Knast geblieben. Los! Bewegung! Mist! Alles okay? Ja, so sieht's eben glaubwürdiger aus. Ich verschaff dir jetzt ein bisschen Zeit. Na, Chloe, du musst mit uns Nein. kommen. Wir sehen uns in Nepal. Los, lauft! Auf geht's! Ich mag sie! Ja, genau dein Typ. Verdammt, sie haben uns entdeckt! Vorsicht! Danke für die Warnung! Hör jetzt auf in den Mist und komm hier hoch! Los jetzt! Au! Carla. Oh, Mist. Was machen wir jetzt? Wir springen. Oh, Moment mal, Sundance. Bist du noch ganz sauber? Wir brechen uns den Hals. Ja, wenn sie uns kriegen, bricht ihn Lazarevich für uns. Ich bin zu alt für diesen Scheiß. Ach, was? Fange ich schon wieder damit an? Ich hab nicht so viel Glück wie du. Typen wie ich sollten einfach wissen, wann Schluss ist. Sully, wir kommen hier schon raus, okay? Wie immer. Du... triffst deine Süße in Nepal. Ich leg mich an den Strand. Jetzt komm. Hey, erzähl mir alles, wenn du zurück bist. Da sind sie!
Oh, Mist! Wollen wir? Nach dir, Butch. Wir sehen uns in der Hölle! Oh, Scheiße! Mist!